Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um das Thema Kunst über Komfort. Und ich habe die Folge einfach mal so genannt, weil es am Ende des Tages wirklich völlig egal ist, ob ihr nass werdet, ob eure Klamotten dreckig werden, ob ihr eventuell nicht genug, warm genug angezogen seid oder ob ihr müde seid, weil ihr zu früh aufgestanden seid. Völlig egal, Hauptsache am Ende des Tages kommen geile Bilder rum und dafür muss man einfach ein bisschen was investieren und auch außerhalb der Komfortzone bewegen. Und darum soll es halt zumindest so ein bisschen gehen. Da gebe ich euch nachher auf jeden Fall so ein paar coole Tipps mit. Und wie ihr wahrscheinlich gerade im Hintergrund auch erkennen könnt, ich bin ja im wunderschönen Wakepark Triolago und das ist natürlich ein sehr besonderer Ort für mich, weil er letztes Jahr tatsächlich einen großen Einfluss auf meine fotografische Entwicklung genommen hat. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, da sind ultra viele geile Bilder entstanden, sehr viele Magazinshots auch rausgekommen. Das komplette Release-Clothing-Shooting haben wir hier durchgeführt und eigentlich wollten wir nächste Woche nämlich auch wieder mit dem Team hier sein. Aber Corona hat uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Glücklicherweise ist Triolago echt aktuell tatsächlich in Europa das erste Cable, das aufmachen darf unter sehr krassen Hygienevorschriften oder Einschränkungen. Deswegen muss man halt erst auf jeden Fall mal ein bisschen drauf achten. Aber ich gehe tatsächlich gleich selber erstmal aufs Wasser und deswegen, ja, sehen wir uns dann einfach gleich wieder. Viel Spaß! Also es hat ultra Bock gemacht, aber ich merke auf jeden Fall jetzt schon Vollgas den Muskelkater, der wahrscheinlich morgen richtig reinhauen wird. Aber egal, hat Bock gemacht. Also nochmal um auf das eigentliche Thema zu sprechen zu kommen. Kunst über Komfort. Meiner Meinung nach gibt es drei Dinge, die ihr im Prinzip sofort anwenden könnt, um schon mal ein bisschen außergewöhnliche Bilder zu machen. Punkt Nummer 1 ist, fotografieren aus der Hocke. Ich habe jetzt mal meine GoPro auf die Kamera drauf geschnallt, damit ich euch das mal verdeutlichen kann. Das heißt, wenn man aus der Hocke fotografiert, geht es eigentlich in erster Linie darum, nicht aus der gleichen Perspektive zu fotografieren, die sowieso schon jeder vor sich hat. Das heißt, einfach mal ein bisschen tiefer gehen und schon mal alles nutzen, was man im Prinzip auf der tieferen Ebene vor sich hat, wie zum Beispiel hier das Schilf oder hier die Bäume beispielsweise. Und das nochmal hier zu verdeutlichen, ich gehe jetzt nochmal hoch und mache hier ein Foto. So, ihr seht halt hier, dass es halt von relativ normaler Perspektive ist. Das heißt, man schaut halt von außen drauf und ja, ist jetzt nichts Spektakuläres. Wenn ich jetzt aber schon mal weiter tiefer gehe und das Ganze hier dann nochmal fotografiere, dann nehme ich jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen das Schilf mit dabei oder den Baum mit dabei und schon sieht das Bild schon mal so ein bisschen interessanter aus, weil es ein bisschen tiefer ist. Das ist jetzt keine normale Perspektive. Und das ist einfach so ein bisschen interessanter halt anzugucken. Der zweite Punkt ist die Regel, Vordergrund macht Bild gesund. Das heißt, nehmt einfach alles, was ihr zur Verfügung habt, an dem, was im Vordergrund ist und nutzt das, um euer Bild ein bisschen interessanter zu gestalten. Ihr habt das eben schon gesehen, als ich in der Hocke war. Ich habe einfach so ein bisschen so Schilf und ein bisschen von dem Baum genommen, um einfach das Bild ein bisschen auszufüllen und das einfach für denjenigen, der das Bild betrachtet, halt interessanter zu machen. Als kleiner Bonustipp, ich habe jetzt hier ein Objektiv, was eine sehr kleine Blende halt glücklicherweise hat, aber das solltet ihr auf jeden Fall auch mal probieren, zumindest eine sehr kleine Blende als zum Fotografieren halt zu nutzen. Wenn ihr jetzt beispielsweise sehr viel im Vordergrund habt, verschwimmt das immer sehr, sehr schön und richtet halt den Fokus für den Betrachter des Bildes immer auf das Objekt oder auf die Person oder was auch immer, was im Vordergrund steht, was halt, ich sag mal, jetzt die Action ausführt. In dem Fall ist es halt hier, dass ich die Bäume im Vordergrund habe und den Fahrer bzw. das Feature dann, wo der dann drüber springt, im Hintergrund, sodass es halt einfach für den Betrachter des Bildes interessanter wirkt. Beim dritten Tipp, den ich euch geben möchte, das sind die sogenannten Dirt Shots. Also ich habe es jetzt einfach mal so genannt, also die dreckigen Bilder. Und was ich damit meine, ist einfach, dass ihr es einfach auf die Spitze treiben könnt. Und dann kommt ihr genauso an die Grenze, wo es quasi zum
ja, unkomfortabel wird. Das heißt, ihr geht nicht in die Hocke, sondern legt euch beispielsweise auch mal hin. Und dann, das ist genau das Ding, was ich halt meine, ist halt völlig egal, ob eure Klamotten dreckig werden, ob ihr nass werdet oder sonst irgendwas. Wichtig ist das Resultat, was am Ende rauskommt. So, nochmal kurz zur Verdeutlichung. Das ist die normale Perspektive. Das ist jetzt die Hockperspektive. Und das ist jetzt, um es auf die Spitze zu treiben, mal der Dirtshot. Ihr habt jetzt gesehen, wenn ihr ganz tief geht und alles, was im Vordergrund ist, schön unscharf ist, oder wenn ihr zum Beispiel noch weiteres von unten halt unscharf wird, dann ist es noch viel interessanter für denjenigen und er denkt sich dann im Idealfall, okay, boah, krass, wie hat er denn das Bild gemacht? Ne? Wie, in welchem Dreck lag er denn, um dieses Foto halt zu machen? Oder hat er die Kamera eventuell einfach nur auf dem Boden liegen lassen? Also sehr viel Spekulationsbedarf, aber es macht einfach das Bild interessanter. Als kleiner zusätzlicher Tipp, sorgt einfach dafür, dass ihr zur besten Zeit shootet. Wir sind jetzt gerade eigentlich in der prallen Mittagssonne, beziehungsweise heute ist es auch ziemlich bewölkt, also heute ist auch nicht optimal zu shooten, ehrlich gesagt, aber ne, ich bin ja auch eigentlich eher zum Spaß da und nehme euch ein bisschen mit. Aber sorgt einfach dafür, dass ihr zum Beispiel entweder ganz früh morgens shootet, zum Sonnenaufgang oder halt zum Abendlicht, damit ihr auch noch die schönen Bildeffekte halt mitbekommt, um einfach das Bild noch schöner zu machen. Unter dem Strich geht es halt einfach darum, als Fotograf mehr zu sein als nur ein Fotograf oder Dienstleister, sondern auch eine Art Künstler zu sein. Immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach neuen Perspektiven. Und falls es mal wirklich keine ganz neuen Perspektiven gibt, dann einfach die schon bekannten Perspektiven nehmen und durch die kleinen Tricks, die ich euch eben auch an die Hand gegeben habe, einfach das versuchen, ja, die Bilder einfach interessanter zu machen. Aber Hauptsache, ihr habt halt Spaß dabei und ja, geht ein bisschen außerhalb der Komfortzone, weil ich verspreche euch, da entstehen einfach die geilsten Bilder. Alright, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ein bisschen Action ist, glaube ich, ein bisschen abwechslungsreich auf jeden Fall. Wenn euch das gefallen haben sollte, dann würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert den Kanal gerne, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut und ciao!